Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Heute kümmern wir uns um die Kriegertalente. Wie kriegt man die möglichst schnell auf Stufe 100? Los geht's, wie immer nach dem Vorspann. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Kriegertalente umfassen folgende Talentbäume: Schmiedekunst, Schwerrüstung, Blocken, zweihändig, einhändig und schließlich Schießkunst. Die letzten 5 zu leveln ist an sich überhaupt kein Problem und ich zeige euch im Folgenden zwei Möglichkeiten, wie ihr die möglichst schnell auf 100 bekommt. Die Schmiedekunst bildet hier eine Ausnahme, da dauert es etwas länger und nach zahlreichen Patches ist es auch nicht mehr damit getan, einfach sich an die Schmiede zu stellen und ein paar Eisendolche zu machen. Wie das Ganze funktioniert, zeigt euch wiederum Minecraft-Stuff in einem Video speziell zur Schmiedekunst. Da lohnt es sich nicht, dass ich auch nochmal extra ein Video mache, denn ich würde eins zu eins dasselbe zeigen wie er. Insofern Link jetzt in den Anmerkungen oder in der Videobeschreibung, wer jetzt sich auf Schmiedekunst konzentrieren will. Für die anderen Talentbäume zeige ich euch jetzt effektive Möglichkeiten. Hier seht ihr eine, beispielsweise irgendein Viech beschwören, hier in dem Fall einen Tremora-Fürsten und auf den Einklopfen. Die andere wesentlich bessere Methode, wie ich finde, ist es, sich einen Trainingspartner zu suchen, der unsterblich ist und somit könnt ihr ewig mit ihm zusammen leveln. Hierzu müsst ihr die Bürgerkriegs-Quest-Reihe begonnen haben im Idealfall. Denn dann werden euch die Lager der Sturmmäntel oder der Kaiserlichen teilweise auf der Karte markiert. Hier habe ich euch jetzt gezeigt, wo ihr auf der Karte ein Lager der Kaiserlichen findet und jetzt zeige ich euch noch, wo ihr ein Lager der Sturmmäntel-Rebellen findet. Und dort wird es immer einen Charakter geben, der unsterblich ist, denn der ist questrelevant, solltet ihr der Bürgerkriegs-Questreihe abschließen wollen. Das heißt, ihr könnt ewig auf den Einkloppen und so eure Sachen leveln. Ich habe mich jetzt hier für einen Sturmmäntel entschieden. Keine Sorge, euch entsteht kein Kopfgeld, wenn ihr euch mit den Typen anlegt. Bei mir ist das Lager hier schon leergeräumt. Wenn ihr das erste Mal dorthin reist, werdet ihr dort noch zahlreiche andere Sturmmantelrebellen finden. Die könnt ihr natürlich auch vorher erledigen. Jetzt könnt ihr euch raussuchen, was ihr wollt, zum Beispiel den Bogen. Wenn der allerdings nach am Boden rumlungert, dann braucht ihr nicht drauf einkloppen, dann levelt ihr nicht. Wartet, bis er wieder aufsteht, dann könnt ihr mit dem Bogen, mit Einhandwaffen oder mit Zweihandwaffen draufkloppen und schon steigen eure Talentbäume. Wenn ihr schwere Rüstung leveln wollt, stellt euch einfach hin und lasst euch von ihm kloppen. Nebenbei könnt ihr Wiederherstellungsmagie-Zauber benutzen. Und um Blocken zu leveln, ja, ist genauso einfach. Einfach Schild hochhalten und euch von den Kerlen vermöbeln lassen. So kriegt ihr alle schnell und effektiv nach oben. Und natürlich gibt es auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit dem Pferd Schattenmähne zu leveln. Das schreibt ihr mir immer gerne in die Kommentare rein. Natürlich, wenn ihr noch weitere Tipps habt, schreibt es mir gerne wieder in die Kommentare. Und ihr dürft euch jetzt noch ein paar Killcamps reinziehen. Das war's auch schon wieder. Wir sehen uns nächsten Sonntag zu Skyrim wieder oder am Donnerstag zu COD. Haut rein, bis dann.